Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Haustechnik Vosswinkel. Heute beschäftigen wir uns mit der Grohe Blue. Die Grohe Blue ist eigentlich eine ganz normale Küchenarmatur, was man auch aufgrund der Höhe schon vermuten könnte, weil sie wie eine Küchenarmatur üblich relativ hoch ist. Es gibt sie, neben der Variante Blue, die wir jetzt hier haben, auch als Red. Im Wesentlichen hat das nur eine Aussage darüber, ob es kaltes oder warmes Wasser ist, was diese Armatur produziert. Die Blue produziert kaltes Wasser mit der Option, eben verschiedene Kohlensäurestärken noch dazu zu mischen. Die Grohe Red macht 100 Grad heißes Trinkwasser, was dann immer wieder für Tee zum Beispiel eine schöne Geschichte ist. In dem Falle hier haben wir die Blue für unsere Kunden eben installiert und man hat mit dieser Armatur im Wesentlichen die Funktion zweier Armaturen zusammen. Auf der einen Seite ist diese Armatur eine ganz normale Trinkwasserarmatur, ne, wie sie in Küchen oder in Bädern oder sonst wo habt. Hier auf der rechten Seite könnt ihr über den Einhebelmischer von kalt nach warm stellen und dann durch Wegklappen entsprechend das Wasser aufdrehen. Hier rechts ist alles Trinkwasser, ne? Also so wie es von der Stadt angeliefert wird, durch euer Haus geht, als würdet ihr duschen oder euch die Hände waschen, genau das Gleiche. Auf der linken Seite ist dann die Steuerung für die Funktion gekühltes, gefiltertes und eben mit CO2 versetztes Wasser produzieren zu können. Wir haben bei der Grohe Blue drei verschiedene Funktionen, wie wir das Wasser aufbereiten können. Es ist immer gekühlt und es ist auch immer gefiltert. Aber dann eben die Frage, soll es, wenn ich hier oben drücke, als reines Naturwasser, als stilles Wasser rauskommen? Oder möchte ich gerne die, wenn ich unten drücke und es grün leuchtet, die vollgesprudelte Variante? Oder wenn ich währenddessen drücke und es wird hellblau, habe ich Medium-Sprudelwasser. Und irgendwann hört es dann auch wieder auf, ganz genau. Also, wie gesagt, rechts normale Armatur und links entsprechend gekühlt, gefiltert und auf Wunsch mit CO2 versetzt. Kommen wir zu dem Teil unter der Spüle, zur eigentlichen Technik der Grohe Blue, die, sehr gut, man sieht das hier auch, in einen handelsüblichen Unterschrank von einer Küche passt. Das ist meistens dort, wo eben unter dem Spülbecken noch Platz ist. Da stehen häufig die Mülleimer. Das wäre so ein Indiz oder so ein Detail, was man dann ändern müsste. Aber sie passt eigentlich, man merkt das hier aufgrund der kompakten Bauform, auch noch sehr gut unter das Spülbecken. Das Schöne ist, dass die Wasseranschlüsse natürlich immer in der Nähe sind, wenn man die wirklich hier hinstellt. Zum einen, klar, wird die Armatur für die rechte Seite angeschlossen ans ganz normale Trinkwasser. Und darin befindet sich dann ein T-Stück, ein Abzweig, welches das kalte Wasser eben in diese Kiste hier reinbringt. In dieser Kiste verbirgt sich die Technik, da ist ein Wassertank drin, in dem gekühltes und gefiltertes Wasser vorproduziert wird. Also da ist ein Tank drin, in dem eben gefiltertes Wasser eingefüllt wird von der Grohe Blue und der wird dann laufend runtergekühlt. Und dann wird auf die Anforderung von oben eben entsprechend noch CO2 zugesetzt in verschiedenen Intensitäten oder das Ganze wird eben direkt rausgegeben. Das passiert alles in dieser Kiste. Die kann man entsprechend öffnen, muss man ja auch, weil man hin und wieder mal den Wasserfilter oder die CO2-Patrone tauschen muss. Das zeigt einem das Display hier oben auch an. Aktuell steht hier 76, was auf den Füllstand der CO2-Patrone hindeutet, in wie viel Prozent davon eben noch gefüllt sind. Und dann gibt es eine entsprechende Warnmeldung, glaube ich, bei 50%. Und dann wird das entsprechend runtergezählt, bis dann irgendwann, daran merkt man es dann aber spätestens, da oben kein Blubberwasser mehr rauskommt. Der Filter, wie gesagt, hat auch eine gewisse Haltbarkeit. Entsprechend viel Liter, ich glaube 3000 oder 5000 Liter, können durch diese Filtervariante durchgetrieben werden, bevor der dann entsprechend auch getauscht werden muss. In der heutigen Zeit ist es ja schon fast üblich. Jedes Produkt ist mit dem Internet verbunden und so natürlich auch die Grohe Blue. Alles andere wäre ja auch langweilig. Über die Grohe Ondus App könnt ihr mit dieser Armatur ein paar nützliche Sachen machen und natürlich auch ein bisschen Quatsch machen. Kommen wir erst zu den nützlichen Sachen, den Quatsch zeige ich euch am Schluss. Die Grohe Ondus App zeigt euch neben der Grohe Blue alle Grohe Produkte. Ihr könnt die alle miteinander verknüpfen und in einer App zusammenführen. Wir haben hier in meiner App oder in der App hier in der Firma natürlich auch die Grohe Sense Guard und die Grohe Guards, die kleinen Pucks, schon eingepflegt. Wir haben aber eben auch unsere Grohe Blue hier drin. Die Grohe Blue hat oder bietet uns die Möglichkeit, dann die verbrauchten
Produkte, also den CO2-Patrone und den Filter, entsprechend nachzubestellen. Das geht ganz einfach über ein paar Klicks, indem man eben einfach reingeht und sagt, okay, ich möchte im Lager gucken, was habe ich noch und will, wenn ich sie eben nicht mehr habe, diese Lagerfunktion könnte ich nutzen, mache ich aber nicht. Also ich bestelle mir einfach dann die Dinger, wenn ich sie brauche und kann dann eben über mehr bestellen in den Rohe Online Shop reingehen und mir dort entsprechend hier was aussuchen, was ich entsprechend brauche. Natürlich brauche ich jetzt nicht unbedingt direkt einen Filterkopf, also ich kann auch größere Ersatzteile dort bestellen, aber die wichtigen Sachen, den Aktivkohlefilter oder, wo haben wir sie, die Wassergläser, natürlich auch nicht so wichtig jetzt, aber das würde natürlich gehen. Irgendwo sind auf jeden Fall auch das Nachfüllset, ganz genau, hier kann man es sehen, wo ich mir dann sehr einfach über einen Paketdienst neue Flaschen bestellen kann. Dann kommt ein Aufkleber mit, womit ich die alten wieder zurückschicken kann. Ist also ein super System und ist damit dann in der App echt praktisch. Was nicht ganz so wichtig ist, aber natürlich auch lustig ist in dem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass ich mit meiner Grohe Blue auch per App Wasser zapfen kann. Wie nützlich oder wie gesagt, ich habe ja gesagt, es geht um Unsinn. Man kann es auf jeden Fall machen. Man kann nämlich hier in dem vorherigen oder in dem ersten Bild, in dem Startbild einstellen, wie viel Wasser ich haben will, wie viel Milliliter. Das ist ja noch okay, ne? Wenn ich keinen Messbecher benutzen will beim Backen oder so, dann ist das ja noch okay. Und dann kann ich hier eben auch oben noch einstellen, in welcher Blubberstufe ich das Ganze haben will. Und wenn ich jetzt 50 Milliliter vollgesprudeltes Wasser haben will, dann kann ich hier auf Start drücken. Und dann wird das Wasser produziert, genau 50 Milliliter, und dann hört das Ganze wieder auf. Letztlich, ne, das Glas muss ich eh darunter halten und trinken will ich es nachher auch. Also ich stehe eigentlich eher neben der Armatur, also das ist eher so ein Gimmick. Aber das Nachbestellen von Ersatzteilen, von Patronen, von Filtern, das finde ich eine spannende Möglichkeit. Soweit das Wichtigste zur Grohe Blue. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, die darüber hinaus nicht beantwortet wurden, gerne jederzeit an uns. Schreibt sie in die Kommentare dieses Videos. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, ganz wie es euch beliebt. Wir freuen uns über alles, über jede Rückmeldung, die ihr uns gebt. Für diese Woche machen wir Schluss und sagen, eine Woche warten bis zum nächsten Video von Haustechnik Vosswinkel, jeden Mittwoch um 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Bis dahin, habt eine gute Woche. Tschüss!